Hey Leute, willkommen zur weiteren Folge von Rocket League. Heute ist endlich der Tag, wo wir das groß angekündigte Opening machen. Denn wir haben jetzt 25 goldene Geschenke. Oder wie die Übersetzung sagt, goldener Geschenk. Ich habe mir die ergaunert und heute im Video werden wir mal ein kleines Opening machen und alle 25 davon öffnen. Und theoretisch können wir auch das hier alles eintauschen und das werde ich auch machen zum Ende der Folge. Das heißt, wir werden zumindest zu 100% ein exotisches Item kriegen. Aber wenn wir hier ganz viel Glück haben, wir könnten ein Schwarzmarkt-Item kriegen, was natürlich komplett geisteskrank wäre. Direkt am Anfang der Hinweis, falls ihr übrigens Openings feiert, lasst diesem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Ich musste jetzt ja ein bisschen Geld ausgeben, um hier diese Kisten wieder zu ergaunern. Und deswegen wäre es halt ganz cool, um zu zeigen, dass ihr diese Videos noch feiert. Wenn ihr neu seid, könnt ihr übrigens auch sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne meinen Creator-Code BadeYC eintragen, wenn ihr euch im Spiel was holt. Muss aber niemand machen. Okay, ich denke, wir haben jetzt alles abgehandelt. Wir können jetzt einfach zum Öffnen kommen. Und es gibt übrigens keine Taktik. Weil in den Kommentaren lese ich häufiger, dass ich auf ein bestimmtes Symbol gehen muss am Anfang. Es gibt keine Taktik. Es gibt nur seltene Aufkleber. Dafür ein Himmelblau. Immerhin in einer anderen Farbe. Ganz ehrlich, bis auf das in der Mitte finde ich den sogar gar nicht so scheiße. Ich finde, der Aufkleber ist ehrlich gesagt sogar recht nice. Nur das in der Mitte sieht halt räudig aus. Aber ansonsten finde ich den gar nicht so kacke. Okay, nächste Kiste. Ja, 25 ist denke ich, eine gute Zahl. Ich hätte auch, das kann nicht sein, zweimal nacheinander nur selten. Aber immerhin zweimal nacheinander in der Farbe. Ist okay, aber... Nee, ich hätte natürlich auch mehr machen können, aber ich versuche mich da natürlich ranzutasten. Bei meinem allerersten Opening haben wir 15 geöffnet. Jetzt machen wir 25 und eventuell machen wir bei nächsten 50. Ich weiß es nicht. Ich will mich da erstmal so ein bisschen ran... Ah, ich wollte gerade sagen, ey, Import Mega. Ich habe dreimal nacheinander selten gekriegt. Ich habe dreimal nacheinander das Schlechteste gekriegt, was du kriegen kannst. Ich habe einfach kein Glück bei so Openings. Ich trick's das Spiel jetzt mal aus. Ich gehe nämlich jetzt mal mit dem Cursor auf seltener Drop. Und das heißt, ich kriege jetzt bestimmt keinen seltenen Drop. Ich hab's ausgetrickst. Ich hab's. Viermal nacheinander selten. Komm, kriegen wir 5 von 5 hin? Come on. Import! Ho! Oh! Ein Wagen. Okay. Der unlackierte Nimbus geht für 50 Credits. Ey, aber Import. Hauptsache Import halt. Hauptsache Import. Das nehmen wir mit. Kriegen wir zwei nacheinander? Kriegen wir zwei Import nacheinander? No, aber besser als selten. Sehr selten. EKG, oh mein Gott. Ich glaube, den habe ich sogar schon. Nehme ich auf jeden Fall mit. Okay. Ey, einen Import schon gehabt, es ist schon mal besser als nichts. Ich habe jetzt nämlich nach den ersten 3, 4 habe ich gedacht, ja, okay, es kommt jetzt nur noch selten. Und, ja, Main-Räder. Die sind okay. Und halt so Schwitzerreifen, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, diese schwarzen Reifen, sind die was wert? Ich guck mal. Die sind 30 bis 50 Credits wert. Ist auch okay. Ja, Main. Okay, gut. Okay, nächste. Was kriegen wir? Oh. Wir sind wieder bei seltenen Schrott. Aber immerhin in der Farbe. Also wenn ich was Seltenes kriege, dann immerhin lackiert. Ist okay, besser als nichts. Okay, wir haben jetzt schon 13 geöffnet. Noch 2 mehr. Und ich hätte schon so viel geöffnet wie bei meinem letzten Opening. Okay, wow, habe ich Pech. Alter, habe ich Pech. Ich sollte die Kisten einfach jemand anderen geben. Ich sollte mir die Kisten holen. Und die einfach jemand anderen geben, ist der für mich öffnet. Hab ja nur Pech. Ja, finde ich auch recht langweilig, den hier. Okay. Nächsten, ich geh mal auf Import. Nächste. Come on. Wieder selten. Königlicher Tyrann. Nein, finde ich okay. Den finde ich okay. Hab schon schlechtere Skins gesehen. Der ist okay. Okay, wir machen jetzt einen Trick. Und zwar, ich halte mal die Augen zu und guck weg. Das wird's helfen. Okay, ich guck weg. Achtung. So, ich guck weg. Das wird uns helfen, was krasses zu ziehen. Denn wir haben eine sehr seltene Spur gekriegt. Die ist halt sehr dezent. Was ich eigentlich immer super nice finde. Die ist alright. Okay. Ich guck nochmal nicht hin. Achtung. Das ist gerade geholfen. Komm mal. Nicht hingucken, Leute. Das ist die Meta. Das ist die... Ein sehr seltener Spielerbanner. Das ist die Meta, Leute. Let's go. Der ist sogar nice. Wenn du ein Octane-Spieler bist,
Gibt's einen niceren Banner, der ist übertrieben cool? Ich finde generell animierte Banner ultra nice. Ich pack den dran. Ich finde den so nice, ich pack den sogar dran. Okay, ey, nicht gucken hilft. Nochmal nicht gucken. Alle guten Dinge sind drei. Ich guck so lange nicht hin, wie wir halt immer was Krasses sehen. Oh. Oh, oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! No! No! Chronoräder! Exotisch! No way! Nicht hingucken ist die Meta für so ein Opening! Das ist nice, let's go! Das ist ein exotisches Item, let's go! Ey, nicht hingucken! Nicht hier, ich guck nochmal nicht hin. So, komm, gib mir noch was Krasses. Und... okay, der Bann ist gebrochen, so viel zum nicht hingucken. War ein guter Lauf. Venom, Retro, Okka. Okay, aber wir haben schon mal ein Import gekriegt. Wir haben schon mal ein Exotisches gekriegt. Das macht mich mega happy. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir ziehen nur seltenen Kack. Schwarzmarkt wäre natürlich krass. Schwarzmarkt wäre natürlich das geisteskrankeste, weil ich habe theoretisch noch kein Schwarzmarkt-Item. Okay, ich habe eins. Ich habe ein Schwarzmarkt-Item, aber es ist halt diese langweilige Torexplosion. Und weiter, wir gucken wieder hin. Aber mit hingucken hatte ich weniger Glück als nicht mit hingucken. Aber, oh. Oh. Blitz. Ah. Okay, nächstes. Aber wir werden am Ende des Videos ja auf jeden Fall noch ein exotisches mitnehmen. Twins ist stammig. Oh, den finde ich auch nicht schlecht. Den finde ich ist alright. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay, machen wir den nächsten. So, 9 Stück haben wir noch. Ich würde diesen Skin gerne trashen, aber der ist auch in Ordnung. Ich kann da gar nicht so viel Negatives zu sagen. Ich finde auch mit der gelben Farbe ist der in Ordnung. Ich finde, es gibt deutlich schlechtere Skins. Das ist schon ein okayer Aufkleber. Schon wieder. Ich guck nochmal weg. Das ist vielleicht einfach besser. Ist vielleicht die Meta. Und wir kriegen wieder Disco. Aber jetzt in Blau. Ich guck wieder weg. 6 Kisten haben wir noch. Ich guck wieder weg. Und... ich weiß nicht, wo... oh! Au, oh, was ist das denn? Diomedes? Das sieht aus, als ob da irgendwie was fehlen würde, ne? Das sieht aus, als ob man da irgendwie so Tafeln reintun könnte. Oder die Dragon Balls. Ah, Mann. Ich sehe es gelb aufleuchten. Und... oh! 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 Punktewirbel. Okay, sieht clean aus. Sieht clean aus. Boom. Okay, bitte was Krasses, bitte was Krasses. Nein, du bist nichts Krasses. Ich klicke jetzt ganz schnell und immer wieder raus. Das wird das Spiel verwirren. Und dann wird es so verwirrt sein, dass sich das vor Verwirrung selbst verletzt. Das heißt, dass es mir dann ein Schwarzmarkt-Item gibt, weil es verwirrt ist. Und boom und boom und boom. So, let's go. Klappt, jedes Mal. Klappt nie. Ah. Ey, manchmal im Leben versucht man Dinge, die nicht klug sind. Und ja, ich weiß, es ist natürlich Zufall. Es ist natürlich Aberglaube. Das ist wie, wenn man Pokémon spielt und du halt A spammst, wenn du einen Pokéball wirfst. Das macht theoretisch nichts, aber man bildet sich ein, dass es was nützt. Und genauso ist es auch mit den Openings bei mir. Kann ich A spammen und das, oder wird das dann geskippt? Ich kann A spammen. Ich spamme A. Hilft das? Nee, die Pokémon-Taktik nützt nichts. Okay, vielleicht muss ich B spammen? Nein. Okay, was haben wir gekriegt? Animus GP Rosenkönig. Was ist das für ein Auto? Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Habe ich nicht mal. Ich habe den Wagen nicht mal. Animus GP. Was? Ganz einfach öffnen und akzeptieren, was kommt. War ein guter Lauf. Wir haben exotisch gekriegt. Wir haben Import gekriegt. Wir haben ein paar sehr seltene gekriegt, die gut waren. EKG haben wir jetzt ein bisschen aufgekriegt. Das haben wir jetzt. Ja. War trotzdem ein guter Lauf. 25 Kisten. Leider kein Schwarzmarkt-Item. Irgendwann. Leute, irgendwann. Irgendwann werde ich in ein Opening ein Schwarzmarkt-Item ziehen. Das wird schön werden. Ich kann ja auch immer noch 2 Kisten freispielen. 3 Kisten kann ich noch freispielen. Okay, alles richtig, den Pfennig nicht genommen. Okay, let's go. Okay, Spiel. Bist du bereit, mir was Krasses, Exotisches zu geben? Und boom. Und wir kriegen... oh. Raijin. Okay, und dadurch haben wir jetzt übrigens 2 Reifen, die wir eintauschen können. Ich brauche noch 3 weitere. Und dann könnten wir uns ein Schwarzmarkt-Item ertraden. Okay, welche Reifen finde ich nicer? Ich würde sagen, wir machen mal kurz 2 Partien mit den, oh Gott, mit den neuen Reifen. Dass wir die auch mal in Aktion sehen können. Und dann können wir uns ja festlegen, welche wir nicer finden. Ah, die sehen mit zu rot natürlich. Also zu rot sehen die natürlich. Ich packe erstmal die Chrono-Reifen dran. Teammate? Okay. Teammate? Okay.
Ja gut, ich habe zweimal meinen Teammates vertraut, aber so ist es halt. Du musst deinen Teammates vertrauen, du kannst nicht mal sagen, ja, ich mache alles alleine. Das endet nie gut. Oh, wow. Er war hier die Hand hessen. Okay, mein Team will aufgeben. Stark Metall. Liegt hinterher, ja, okay. Stabiler Pass eigentlich. Detro. Okay. Leute, nicht aufgeben! Seid nicht so Verlierer! Geblockt, let's go! Let's go! Team, warum gebt ihr auf so schnell? Was ist das denn? Oh. Das war jetzt ein bisschen zu lässig von mir. Ja, nice. Ah. Hätte ihn einfach gelassen, ich hätte ihn gemacht. Okay. So, einmal. Zweimal. Come on, come on. Okay, mit den Einreifen haben wir verloren. Vielleicht haben wir mit dem ein bisschen mehr Glück. Der ist down, ist down, ist down. Oh, ihr Double Committed! Wieso? Hätte einer Ding in die Wand gehauen und einer hätte in der Mitte gewartet, wäre es ein Tor gewesen. Das Tor wäre frei gewesen. Zack, let's go. Okay, die haben jetzt einfach Triple Committed mit denen aufgelegt. Okay, was Glück angeht, haben wir mit den Reifen irgendwie mehr Glück. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Reifen ihr besser findet. Wir haben jetzt ja schon beide spielerisch auch einmal gesehen quasi. Emma Stone, mach mehr. Emma Stone, mach mehr. Ja, mach mehr. Let's go. Guter Pass. Guter Pass, Emma. Wir haben so viel Glück mit den Rädern. Das geht. Du hast mir, glaube ich, auch einen aufgelegt, deswegen wollte ich dir auch einen auflegen. So als... aus Fairnessgründen. Aber ist okay, mache ich halt einfach alle Tore. Nehme ich auch mit. Wir geben auch, fantastisch. Okay, gut, dann würde ich aber sagen, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war mein Opening mit 25 Kisten. Das nächste Opening wird damit ein bisschen mehr Kisten, denn irgendwann werde ich ein Schwarzmarkt-Item ziehen. Das wird passieren. Dann würde ich mal sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann. Bis dahin und ciao.